So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Ja, wir müssen uns jetzt mal wieder teleportieren. Ich denke, die Anspielung auf die Energiequelle ist klar, dass... Ja, nein! Das kann ja nur der Erzhaufen sein, oder? Versuchen wir es doch mal. What? Was macht Milton denn da? Milton? Hä? Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hi-ho. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Okay. Ja, dann sag doch mal. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Warte mal, kann ich denn nicht hier... Hey, Saturas. Sei gegrüßt. Hi. Okay. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Wir können dich also noch nicht anhauen. Dass Milton hier jetzt war, war absoluter Zufall natürlich, ja. Sicherlich. Okay. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Jawohl. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Okay, willst du mich verarschen? Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Alter! Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Wie krass sind wir denn drauf? Alter, wir machen jetzt so einfach mal... What? Wie krass ist das denn? Okay. Ja, keine Ahnung. Was machst du hier? Hallo. Hi. Ich möchte kein Söldner werden. Aber der steht schon hier. Der weiß schon, was er hier verloren hat. Ja, wetten? Auch schön, dass Milton da als Feuermagier einfach hingehen kann. Ja, das mit dem Vertrauen ist schon super, ja. Genauso wie Matt, dieser Wichser, der einfach zu Tordos rein kann, ja. Ja, so stirbt man richtig. Ich vermute mal, das wird einen ziemlichen Streit geben. Eben deshalb heilen wir uns erst nochmal hoch. Mit Pilzen. Okay, Herr Milton. Ich hab da vielleicht echt Schiss, ja? Sind wir hier richtig? Wo ist der Erzhaufen? Hä? Ich dachte, der ist hier jetzt gleich. Okay, hier scheint der Erzhaufen zu sein. Hier liegen schon erste Brocken rum. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt passiert. Die attackieren uns doch alle, wir müssen dann fliehen, ey. Warte, Milton, geh du zuerst. Nachdem wir diesen Erzbrocken mitgenommen haben. Wir haben ja erst ein paar tausend, daher... Ja. Was, das war, glaube ich, auch ein Bug, ne? Warten wir auf Milton. Der da schon kommt. Alter, ich hab so einen Schiss. Ey, was passiert denn dann? Die hassen uns doch dann alle, oder? Ich halte mich da lieber raus. Okay, Milton. Ganz geheim, ohne dass sie es merken. Wahrscheinlich gibt es eine Riesenexplosion und alle sterben einfach, ja. Das wäre auf jeden Fall lustig.
Weil ich meine, aber das ist doch kacke, ey. Das sind zwei Hände und wir können den nicht führen. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Klar. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Krass. Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Oh scheiße, die haben uns gesehen. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Hübsch, ne? Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Aber wenn er meint, wir gehen direkt zu Xalas zurück. Er hat ja gemeint, er kann uns weiterhelfen. Bin ja mal gespannt. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann zeige ich es euch, schneide ich es euch nochmal rein. Heilige Scheiße, es ist zurück. Das mächtigste Schwert der Erde. Wie mächtig ist es denn bitte? 120 Magieschaden. Alter, macht sogar noch Feuerschaden. Wie irre ist dieses Schwert. Aber wir können kein Zweihänder, wir können es nicht führen. Ich leck mich doch. Wie unfair das einfach nur mal ist, ja. Aber das sieht verdammt geil aus, ja. Ich bin gespannt, was Xardas jetzt vorhat. Er hat ja gemeint, ja, weil wir Magier sind, können wir trotzdem noch was machen. Ich bin gespannt, Xardas, ja. Ich bin gespannt, du kleine Bitch, du. Hey, du. Sei gegrüßt. Hi. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Bin ich, ja. Aber das kann ich. Mach bitte. Entferne den Stein aus Uriziel. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Ja, wollen Sie Programm XYZ wirklich, wirklich deinstallieren? Ach schön. Ja, mach mal. Ja, tu es. Du hast es so gewollt. Hier, nimm das leere Schwert und die Rune. Danke. So, ja, und wie geht's jetzt weiter? Keine Mission, ja, das ist ja hübsch. Xardas entfernt den Magier. Ja, das sind Schilder, die der Klinge schon in der Zauberrune. Unvergessliche Kraft, jawohl. Können wir das mitnehmen? Nee, ne? Okay, ja, Zauberrune. Wo haben wir denn Uriziel? Hä? Ist Uriziel überhaupt da? Untote, Blitz, Feuerball, Feuerpfeil, Feuersturm, Heilung, Eisblock, Eiswelle, Licht, für Teleport. Ja,
Hä? Ach so, da unten. Uriziel, Welles des Todes. Sechster Kreis, kostet 10 Mana und bringt 200 Schaden. Okay, dann setzen wir das. Ich nehme endgültig wieder raus. Es ist noch alles gesetzt. Den Teleport nehmen wir wieder raus. Licht und Heilung lassen wir da. Feuersturm auch. Untote vernichten hat uns was gebracht. Blitz nehmen wir raus. Und dann legen wir Uriziel wohl auf die 6. Okay. Danke, was kann ich denn jetzt machen? Oder was muss ich denn jetzt machen? Sei gegrüßt. Hi. Hä? Was ist meine jetzige Mission? Ich check das nicht. Was müssen wir jetzt machen? Ich meine, wir können jetzt zurück ins neue Lager, aber da werden es wohl alle hassen, scheinbar. Weil es denen wohl aufgefallen ist, ne? Die sind alle enttäuscht. Können wir den Milton nochmal treffen? Na, das hat uns jetzt nicht so wehgetan. Das geht schon. Oder was müssen wir denn jetzt machen? Ich check das nicht. Wo ist denn jetzt Milton und was müssen wir jetzt machen? Und allgemein? Ja. Jetzt, warum tragen wir eigentlich wieder kein Schwert? Ich meine nicht, dass wir es eigentlich brauchen, aber mit Schwert fühle ich mich sicherer, auch wenn wir nur einen Einhänder haben. 55, wo ist das Berserker-Schwert? Da ist es. Unsere stärkste Klinge, die wir haben. Ja, was wir als nächstes dann machen, ist, denke ich mal, dass wir das alte Lager ausnehmen. Wir haben jetzt den Teleport dazu. Ja, du bist ja fein. Also, Uriziel, das kannst du. Den kriegen wir wohl damit nicht tot. Willst du Streit? Hä? Okay. Wir sind immer noch nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Aber warum spawnen denn überhaupt vereinzelt? Ach, wir sind in einem neuen Ding, ne? Ja. Okay, also gegen die können wir Uriziel auf jeden Fall nicht... Oder Uriziel auf jeden Fall nicht einsetzen. Wo können wir das dann benutzen? Ich meine, ich möchte ja Uriziel unbedingt verwenden. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, dieser Todesring. Der muss doch funktionieren. Hier ist ein Gegner, den wir das mal austesten können. Das muss doch gehen. Alter! Und dieses Teil macht jedem Schaden, der zu nahe kommt, oder wie? What the fuck? Hier, wo können wir jetzt eigentlich Mana nochmal erhöhen? Das geht ja auch nicht mehr. Wir haben keinen Mana-Trainer mehr. Die hassen uns alle. Scheiße, ey. Saturas hat das gesehen, dass wir da... Alter. Was machen wir denn jetzt? Oh, achso, wir haben den schon tot. Na, perfekt. Sehr schön. Was wir jetzt machen, wir werden da hier unsere Freunde töten. Ist Diego noch da oder ist der schon weg? Ne, Diego ist noch da. Da hinten sind sie, die will ich jetzt auch mal umbringen. Hallo. Hi. Kannst du mir was beibringen? Leck mich. Ja. Leck mich, es geht tatsächlich. Wir können hier nochmal stärker werden. Ja, toll. Mach's gut. Magie, ja, wir sind schon bei 92. Das bringt uns nicht mehr viel. Speichern auf jeden Fall mal. Wir haben nämlich ein bisschen was zu tun. Na, du bist ja ein kleiner Wichser. Ja, Diego, genau. Einer weniger. Fick dich.
Ja, genau, Ziel auf Diego. Alter, bring den um endlich. Leck mich ganz einfach, ja. Leck mich. Feuer. Die Torwache scheint tot zu sein. Aber du lebst noch. Ah! Ich wollte den töten, du Wichser. Was hast du denn alles? Ja, gib mal her. Wir wollen ja, wenn wir rauskommen, wollen wir ja möglichst keinen Feind mehr da haben. Ja, guck mal, Bloodwin ist tot. Wichser. Was hast du jetzt davon, dass du versucht hast, gegen uns zu kämpfen, ja? Ja, ich denke mal, mit unserer Stärke sollte das uns möglich sein. Hihihihi. Alter, sie sind halt alle ernsthaft verreckt, ja. Yay, yay, weg mit den ganzen Wichsern. Die Frage ist, wie viele sind denn jetzt überhaupt noch drin? Gefühlt ist doch da gar keiner mehr am Leben, oder? So, das auf möglichst weit voll. Trinken wir den da noch. Gut, dann speichern wir. Und dann verwenden wir sie. Jene Rune. Jetzt können wir nur noch den Teleport ins Sumpflager verwenden. Hey, du hier. Geh oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Ja. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone Wachen zu mir. Brauchen wir dich nicht mehr. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Na los, lass mich vorbei. Ja, verschwinde. Hä? 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 Bin ich... Was hat er? Klarer Sieger, würde ich sagen. Nein! Alter! Nächster. Du wirst wenig... Hey! Du bist ein Risiko. Und wieder einer weniger. Sehr, sehr gut. Klammheimlich wieder ein paar dieser Wichser umgebracht. Wie viele von euch sind denn das, die da leben, hä? Ja, das ist sehr gut, dass wir auf jeden Fall schon mal das Pentagramm sicher haben. Das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall... Was hat der denn? Lauten hat der. Okay. Schlüssel. Das ist gut, dass wir den ausgeräumt haben. Nochmal gescheit Beute gemacht hier, ja? Oh, da hinten liegt ein Feuermagier. Das ist schade. Oh, das tut mir so weh. Auch wenn du eigentlich nur Scheißruhen gehabt hast, ganz ehrlich. Was ist denn mit dir verreckt? Brandenhieb. Hier soll es auch angeblich ziemlich mächtige Waffen nochmal geben. Haben wir damit jetzt alle Choristo? Ach, das ist Choristos Leiche. Ach so, ja. Schwupp. 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 Das speichern wir auf jeden Fall gleich mal. Und dann... Halt, den räumen. Den können wir auch noch ausrauben. Oh, der hat ja eh nichts. Lusche. Ja, eigentlich dürfen hier gar nicht mehr so viele sein. Oh,
Oh, da rennt noch einer rum. Das ist gefährlich. Hier liegt doch bestimmt noch mal einer, oder? Ja, ich räume hier schnell die Truhe aus. Was mich aber Dietrich braucht, ja? Okay. Halt. Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Rechts, rechts. Okay. Also rechts, links, links. Ich will die Dietrich hier behalten. Scheiße, ich habe überspeichert. Ah. Shit. Na, was soll's. Dann haben wir halt drei Dietriche verloren. Das ist ärgerlich, aber es ist nicht der Tod. Und hier können wir uns nochmal ausruhen. Oh, da ist noch eine Truhe. Auch die. Speichern auf der 2. Und speichern auf der 3 diesmal, damit mir nicht wieder so ein Mystery passiert. Okay, es geht links, links. Links, links, rechts, 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 links. Links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts. Ja, scheiß drauf, wir haben bestimmt eh genug Dietriche. Hoffe ich mal. Ah, wir haben 650 Dietriche. Pfff, ist mir doch egal. Rechts, 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 links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Glück hier. Wow. Schlafen legen. Yay. Bis zum nächsten Morgen schlafen, ja? Ich habe gehört, dass Gommes Schwert das stärkste im ganzen Spiel sein soll. Aber es ist auch um zwei Hände angeblich. Oh, mein schöner Freund, der Damarok. Oh, das kotzt mich so an. Alter, hier siehst du ja gar nichts. Selbst ich sehe hier echt gar nichts mehr. Und das war völlig umsonst. Ach, scheiße. Todesring. Da hinten ist er. Gommes ist das, oder? Können wir den anvisieren? Raven. Ach, das ist gar nicht Gommes. So, tschüss Raven. Das hat halt ernsthaft einfach keiner gesehen. Heilende Kraft. Oh, das ist ja schwach, fast schon. So. Tja, Cutter, du bist der Nächste. Wenn wir nicht so dumm sind wie Scheiße. Ist er. Ja, der ist auch tot, okay. Weiß ich nicht wieso, aber okay. Können wir raus. Raven haben wir ausgeraubt. Achso, da sind noch zwei. Ja, okay. Kommt rein. Komm. Ziemlich scheiße. Der eine erreicht uns nicht, der andere will uns unbedingt per Attacke attackieren. Und wir attackieren den Falschen. Renn heim zu Mutti. Fick dich! Aus dem Hinterhalt greift er an die Pfeife. Ja!
Wichser! Das sieht dir ähnlich. Das Problem ist, die ziehen halt genauso weit wie wir. Solange wir sie attackieren können, können die uns auch attackieren. Das ist unsere Chance. Das war voll meine Absicht. Vorbei, du Wichser. Sehr schön. Jetzt heilen wir mal lieber wieder hoch. Aber es ist tatsächlich nicht so schwer hier drin, wie erwartet. Schwer wären Torres und der andere Kerl. Aber sonst geht's eigentlich. Da hinten ist noch einer, das weiß ich. Oh, und da sind noch zwei. Einer weniger. Noch einer weniger. Bye bye. Oh, leck mich. Sind hier jetzt noch irgendwelche? Sieht im Moment nicht danach aus. Sogar Torres haben sie uns genommen. Aber jetzt kriegen wir wenigstens unser vieles Erz zurück. Das wir natürlich noch brauchen, ja. Alter, oh, was für eine Beute. Oh, guck mal, da ist noch einer, hä? Fick dich vielleicht mal. Fick dich nochmal, hä? Ist noch einer. Skip heißt du so. Frage Skip, jetzt ist es vorbei. Ja, okay, wir kriegen das hier sauber. Aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar und ein Abo freuen. Und ein Like natürlich und ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. So rum. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus.